So, willkommen zurück. Ja, es tut mir furchtbar leid, ich habe mir gerade vorher wieder die andere Aufnahme angeschaut. Es ist wieder asynchron und das hat nur daran gelegen, dass wieder dieser Ruckler war. Denn ab dem ersten Ruckler, glaube ich, ist die Asynchronität eingetreten. Ich hoffe, das können wir jetzt irgendwie versuchen zu unterbinden. Ja, wenn ich dann einfach auf meine Stimme höre, nicht auf mein Bild schauen. Oh, da hinten steht jemand. Sind wir hier richtig? Hallo? Oh. Danke, Hand. Also, boah. War nur das Gewitter. Kann ich da rein? Nein. Hallo Kumpel. Dann nehme ich mal an, ich gehöre hier hin. Boah. Keine Batterie. Ich dachte zuerst, das ist eine Batterie. Oh, schon wieder so ein. Ah, hier ist es schön. Abgesehen von ihm hier, aber sonst kein Blut, nicht sehr unordentlich. Sogar Mistkübel. Kumpel. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Schon wieder die atmosphärische Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Man sieht. Tatsächlich. Seht ihr das auch? So sieht man es nicht, okay. Sonst sieht man, dass etwas immer so zusammengehen. Tja, nur wo geht's jetzt weiter? Ah! Noch ein betender Freund. Die tun uns zum Glück nichts. Exit. Wieder mal. Nein, auf Toiletten gehe ich nicht mehr. Aha, die beten hier alle. Ihr auch. Oh, noch eine. Das Zimmer steht so das Zimmer, das Fenster steht so verdächtig offen. Muss ich dort? Ja. War klar. Hey Kumpel. God hates sickness. Er hat die Tür zugemacht. Habe ich ihn anscheinend gestört? Okay. Da geht's auch nicht weiter. Gut. Müssen wir zurück in Kapelle. God hates money. Er tut mir hoffentlich auch nichts. Steht da noch irgendwas Schönes? The street. They claim the street. Was? God always provides a way. Boom. Hallo, liebe Freunde, ihr tut mir doch jetzt nichts mehr, oder? Hä? Sind ja schon Freunde von uns jetzt. Was hat er vor? You alone shall escape, Petalva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch before my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It was hat er vor? We will all of us be free. Oh. Now, my son. No!
wir schnell den Schlüssel. Verschwinden von hier. Ich kann nicht fassen, dass Vater Mart ist, sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Ihr hättet mich wohl gerne getötet, gell? Nicht mit mir. Aber... Hä? Der Lift ist doch dort hinten. Wisst ihr doch alle, was jetzt kommt, oder? Irgendjemand rennt mir jetzt wieder bestimmt hinterher. Hoffentlich noch asynchron Moment. Hoffentlich nicht asynchron jetzt. Oder sind wir tatsächlich sicher? Natürlich nicht. Das war eine Dummheit. Ich dachte, ich komme. Kurzschlussreaktion. Ich nehme aber an, ich muss dorthin, wo er hergekommen ist, weil dort hinten müsste eigentlich von einer Gebäudekonstruktion hinten ja der Lift sein. Wo hat er jetzt gerade die Tür ein? So kommen wir nie weiter. Was? 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 Oh Gott! Ich dachte, er wäre links. Ja, alles okay, oder? Verschwinde. Bisschen noch warten. Ich muss darauf, oder? Das ist die Küche, das ist...
Ja. Ha. Wir haben es geschafft. Ja, überschlägt sogar meine Stimme. Oh, den Moment müssen wir festhalten. Oh nein. Nein. Was denn jetzt noch? Finde einen anderen Weg nach draußen. Na toll. Das wahrscheinlich jetzt noch mit einer Asynchronen-Kamera. Okay. Das Eis? Hm. Ja, jetzt haben wir es ganz gerade wieder geruckelt. Jetzt sind wir gleich schon Asynchron. Boah. Ach, das ist von der Kamera, von der Überwachungskamera. Scheiße, scheiße, scheiße. Das kann er laut sagen. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen sie keinem und sagen sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte, aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben sie diese Bastarde mit einer Das ist das, was sie zerrissen wollen. Wir sind jetzt hier unten anscheinend beim Wallrider Project. Oh ja. Nicht gut. Speichert. So ruhig hier. Hör ich da rein? Nein. Block A. Morphogenic Twin Chambers. Eieiei. Da wäre es wohl jetzt gehörig schief gelaufen. Delivery Exit, da würde ich gerne hin. Da haben wir noch eine Akte. Keine Batterie oder so etwas. Sieht so verdächtig aufgeregt für einen Parkourlauf hier. Das gefällt mir nicht. Was? Oh. Schön mal wieder Tageslicht zu sehen. Oh. Da müssen wir hin, oder? Ganz einfach. Da irgendwie rein und da raus und dann nie wieder zurückkommen. Was ist das für eine Handbewegung? Morphogenic Engine. Eine einfache Formel ist das. Wallrider? Das ist doch ein Geist, oder? Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen in Algorithmus. Programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Ich glaube, unser junger Held hier, wo er noch wirklich jung ist, dreht ein bisschen durch. Um 5. Um 4:45 dreht er durch. Ja, da dreht jeder durch. Warum geht hier gerade so verdächtige Musik an? Oder Sound, ich weiß es nicht genau. Ja, wir laufen. Was auch immer das ist. Ja, irgendwas verfolgt uns. Lauf. Drehen wir uns um. Es ist der Wallrider. Es ist der Wallrider. Mit dem ist nicht zu spaßen. Was? Wow. Ist der Wallrider auf unserer Seite? Oh, so sieht man ihn. Tja. Ich sag mal danke, nicht wahr? Alter. Da, so.
Tod des Soldaten. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Das war Chris Walker. Einen Gegner weniger, ich glaube nicht, dass der War Rider so vielleicht jetzt locker lässt. Müssen wir da überhaupt Timo jetzt gerade hinlaufen? Das ist zu. Wo müssen wir hin? Ich denke, wir müssen irgendwie diesen Notverschlussmechanismus irgendwie abschalten. Nur wo? Und wie? Oh. Oh. Was? Findet im Hauptlabor. Und wieso lebt er noch? Kommt Billy, also der War Rider, nicht durch? Damit. Ja gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge auf die Suche Billy machen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann.